Andreas, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wie bist du zu 3D gekommen? Du bist eigentlich aus einer ganz anderen Ecke gekommen. Ja, das stimmt. Ich bin im ersten Leben, wie ich immer so schön sage, gelernter Industrie- und Werbefotograf. Habe in 1998 mich selbstständig gemacht, eben als Fotograf mit jemand anders damals zusammen. Habe das auch 7 Jahre lang gemacht. Dann hatte aber irgendwie das Schicksal was anderes für mich geplant und gedacht, ach, 3D ist doch bestimmt auch was Schönes. Hat mich also, oder von meinem damaligen Geschäftspartner, wir haben uns da quasi voneinander subtrahiert. Und ich habe dann gedacht, wie kann ich mein Geld sonst noch verdienen? Denn als Fotograf ist es zunehmend schwieriger, sich dem ganzen Preiskampf und Ähnlichem, den es da so gibt, tatsächlich zu behaupten. Fand also, dass es an der Zeit war, für mich irgendwie was anderes zu machen. Und habe dann im Prinzip direkt den Einstieg auch in die 3D-Welt irgendwie gefunden, weil ich gesagt habe, Mensch, das ist irgendwie ein interessantes Medium, mit dem man letztendlich als Endprodukt auch immer noch ein Bild hat, was eigentlich das Gleiche ist, was der Fotograf bisher auch gemacht hat. Er hat auf den Knopf gedrückt, hinten kam ein Bild raus. Jetzt drückt man wieder auf den Knopf, aber auf die Maus und hinten kommt wieder ein Bild raus. So ist eigentlich für mich das eine logische Konsequenz gewesen, das Medium vom normalen Film. Haben wir das auf die Digitalkamera irgendwie gebracht und dann ging es jetzt für mich eben weiter zu sagen, okay, das Medium ist jetzt nicht mehr Digitalkamera, sondern ist jetzt eins der möglichen 3D-Programme, mit denen man auch Bilder produzieren kann. Hast du als Fotograf Vorteile oder als 3Dler Vorteile, wenn man Fotograf ist? Also ich glaube, dass die Fotografen prädestiniert sind dafür, 3D-Bilder zu erzeugen. Denn in ihrer Ausbildung haben sie gelernt, wie das mit dem Licht und mit dem Material funktioniert. Und meine Erfahrung ist, dass ein gutes Foto nur dann ein gutes ist, wenn das Licht stimmt. Und umgekehrt ist ein 3D-Rendering oder eine Visualisierung nur dann gut, wenn das Licht funktioniert und stimmt. Und wenn man weiß, wie das Licht funktioniert, kann man auch ein gutes Rendering erzeugen. Den ganzen technischen Kram, was die Programme jetzt wo für ein Knöpfchen haben und so, das kann man alles lernen. Der Fotograf hat aber vorher schon gelernt, wie das Licht funktioniert. Und deshalb glaube ich, dass der Fotograf das ziemlich gut kann. Im 3D-Programm hast du ja quasi sowas wie ein digitales Fotostudio. Wie weit hilft dir das oder wo sind die ganzen Vorteile? Also für mich gibt es eigentlich nur Vorteile. Denn mit dem 3D-Programm, egal welches man nimmt, hat man Möglichkeiten, wo der Fotograf im Studio von träumt. Dass ich zum Beispiel Licht auf bestimmte Bauteile begrenzen kann oder dass ich direkt Freistellmasken rausrendern kann, um mein Objekt direkt freigestellt zu bekommen oder wenn es darum geht, Farbvarianten zu machen, um nicht neu rendern zu müssen, rendere ich für das Gehäuse von dem Objekt vielleicht direkt einfach einen weiteren Alpha-Kanal raus, um dann dort Rot, Grün, Gelb, Blau später in Photoshop mal eben als Farbvariante zu erzeugen. All das sind Vorteile jetzt nur bezogen auf die Postproduktion. Aber der Fotograf im 3D kann nicht nur das Licht verändern, sondern er kann auch das Material verändern. Und das ist das, was im Fotostudio ja nicht unbedingt ging. Wenn jemand irgendwie einen Chromtopf ins Studio gestellt hat und er wollte da einen kunststoffroten Topf draus haben, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Wenn ich heute ein 3D-Objekt bekomme, ist es eigentlich egal, was ich für ein Material da drauf lege. Und wenn der Fotograf früher sagte, oh, die Spiegelung ist ja eigentlich schon ganz schön, aber so ein bisschen weicher wäre toll. Da muss der Fotograf im Studio einen Heidenaufwand treiben, um sein Licht so zu verändern, dass die Einspiegelung weich wurde. Heute kann ich einfach das Material des 3D-Objektes verändern und sagen, du wirst jetzt ein bisschen weicher in der Spiegelung. Und fertig. Gleichzeitig hättest du aber auch natürlich die gleichen Tools wie in einem echten Fotostudio, was die Beleuchtung angeht oder ähnliches. Absolut. Das machen viele 3D-Leute, glaube ich, falsch, dass sie noch eine Lichtquelle und noch eine Lichtquelle und noch eine Lichtquelle nehmen. So im Bereich meiner Schulung sehe ich viele Szenen, wo 50, 60, 70 Lichtquellen drin sind. Und wenn man dann fragt, wofür ist denn die Lichtquelle? Und der dann sagt, ich habe keine Ahnung, wofür die ist, dann schmeißt man sie weg. Und am Ende des Tages bleiben meist so eine Szene mit 3 oder 4 Lichtquellen über, wo trotz alledem ein vernünftiges Bild bei rumkommt. Und denn jedes Licht hat seine Berechtigung und seine Bedeutung. Und wenn ich nicht weiß, wofür das ist, schmeiße ich es weg. Also klassisch die 3-Punkt-Belichtung. 3 Punkt, 4 Punkt, je nachdem, was es jetzt gerade für so ein Objekt ist. Und wenn ich dann mal eine wirklich richtig große Lichtquelle brauche, weil dieses Objekt das gerade verlangt, dann spielt Größe im 3D-Raum keine Rolle.
Wenn der Fotograf früher mal eine Lichtquelle hatte, die 3x5 Meter groß war, dann war er schon irgendwie King Louis auf Fotostudio. Und ja, wenn wir heute eine brauchen, die 5 Kilometer groß ist, dann macht man die 5 Kilometer groß, weil 3D das eben erlaubt. Aber als Fotograf hat man natürlich einen Vorteil, was die Auflösung angeht, oder? Absolut. Der Fotograf heute, wenn er, je nachdem, was er für eine Digitalkamera hat, auf den Knopf drückt, hat er bis zu 80 Millionen Bildpunkte. Ich glaube, so eine aktuelle Mamiya oder so kann das, glaube ich. Ne? Muss man zwar auch 30.000 Euro für auf den Tisch legen, aber die kann das dann. Und das ist ein Nachteil beim 3D. Jeder Bildpunkt muss einzeln ausgerechnet werden. Und je länger, beziehungsweise je größer ein Bild werden soll, umso länger dauert das. Gehen wir mal davon aus, dass vielleicht ein Bild, was 1000 mal 1000 Pixel hat, 20 Minuten braucht zum Ausrendern. Und ich möchte die Auflösung verdoppeln auf 2000 mal 2000 Pixel, dann braucht das Ganze gleich viermal so lange. Das ist ein Nachteil und deshalb sagte ich auch gerade schon, dass viel auch viel hilft. Also je mehr Rechenleistung ich habe, umso schneller wird ein Bild auch fertig. Und da verändert sich auch ein bisschen oder erweitert sich die Technologie ein bisschen dahin, dass man versucht, die Grafikkarte auch ein bisschen mit ins Boot zu holen. Dass man also auf dem Prozessor der Grafikkarte versucht, gewisse Ausrechenalgorithmen auszulagern, damit das Ganze ein bisschen schneller geht.